Hallo liebe Steuerfreunde, da bin ich wieder mit Antennen massenhaft und ich wollte ja jetzt die Antennentypen einmal vorstellen. Dazu kurzer Hinweis, es gibt zum Thema Radioteleskop die Folge 92 und zu dem Radioteleskop Spider 230 ab 24.000 Euro fix und fertig erhältlich, aber aufbauen muss man es trotzdem noch selbst. In der Folge 120. Auf diese beiden möchte ich kurz hinweisen. So, was haben wir für Antennentypen, die wir benötigen? Also, eine normale Stabantenne ist in der Regel eine Dipolantenne oder meistens sogar nur Halbwellendipol, also nicht Ganzwellendipol, sondern Halbwellendipol. Wenn ich also zum Beispiel eine Wellenlänge von 2 Meter 150 MHz, 2 Meter Wellenlänge empfangen möchte, dann kann ich eine Stabantenne nehmen mit 2 Meter, das ist also eine Ganzwellendipolantenne. Oder ich kann eine nehmen, die dann nur 1 Meter ist, also eine Halbwellendipolantenne. Die muss auch nicht senkrecht nach oben sein, die kann auch waagerecht sein oder so schräg. Gut, das kommt darauf an, wie die ankommende Welle gerade schwingt, wie sie polarisiert ist. Meistens ja, natürliche Wellen sind eigentlich in allen Richtungen polarisiert, also nicht polarisiert. Da ist es dann egal. Ansonsten muss man sie eben gegebenenfalls ein bisschen drehen, bis es dann optimal ist. Aber wir wollen jetzt hier erstmal gar nicht davon aus. Also egal, 1 Meter zum Beispiel wäre ein Halbwellen-Dipolantenne für eine 2 Meter Strahlung, also 150 MHz. So einfach so ein Stück Draht oder Stange, metallisch natürlich. So, Dipol. Einfach. Wir kennen Dipol aber auch in der anderen Weise, dass man nach links und rechts hat und dann in der Mitte abzapft. Das ist eigentlich die übliche Bauweise und ich zeige nachher noch, steht dort schon eine Moxon-Antenne, die hat so ein Dipol, dann geht sie noch ein bisschen um die Ecke rum und dann gibt es noch den Reflektor und das Ganze ist dann nachher ein Viereck. Da haben wir das. Oder die Yagi-Antennen, die berühmten ganz normalen Fernsehantennen. Ja? Hinten der Speisedipol und da ist dann auch dieser kleine Kasten dran mit dem Anschluss. Da vorne dann mehrere Elemente, die eine Richtwirkung bewirken. Und hinten oft noch so ein Reflektorteil. Und also Yagi-Antennen sind ja so unsere normalen, üblichen Fernsehantennen, wie wir sie kennen. Und ich habe nachher noch eine, die ich zeige. Das ist eine spezielle Yagi-Antenne, die aber logarithmisch-periodisch aufgebaut ist. Das heißt, diese Elemente, die dort vorne vorgebaut sind, haben einen ganz bestimmten Abstand und eine ganz bestimmte Größe und damit gibt es eine bestimmte wohl definierte Bandbreite, die diese Antennen haben. Das ist so eine logarithmisch-periodische Dipolantenne, die wird nachher, die ich zeige, zwischen 790 und 2700 MHz liegen. Das sind also die einfachen. Ich habe mal dann eine quadratisch gebaut und kubisch deshalb, weil zwei solche quadratischen Elemente hintereinander ergeben dann so einen Würfel. Das vordere, ich zeige mal das Bild von dem Ding, was ich gebaut habe, das habe ich also nur aus Holzresten und Kabelresten gebaut, um es mal auszuprobieren, ob es prinzipiell geht. Und dann habe ich mich entschieden, das Ding professionell zu bauen. Und dann habe ich mich umentschieden, dass ich gesagt habe, nee, ich baue es nicht selber. Ich kaufe mir eine ähnliche, nämlich eine Moxon-Antenne im Handel bei Wimo. Und ja, ich blende mal Wimo eben hier ein, die Webadresse. Das ist ein Händler mit sehr vielen Antennen, teilweise sehr günstig. Und ja, ich habe mal die
quadantennige Wasserdampfer also eingeblendet. Kann man also machen. Im Buch habe ich das alles ausführlicher erläutert. Und ja, und dann eben die Mocks, die ich nachher zeigen muss. Wenn nicht, dann muss ich aufstehen und muss da so rumlaufen und das versuchen zu zeigen auf dem Stativ. Das sind so die üblichen Antennen, die man so hat. Dann gibt es noch eine und, oder zwei Antennen, die ich hier liegen habe. Und die sind schon insofern was ganz Besonderes, weil man mit dieser Antenne, die kostet 18 Euro, ist für 40 bis 860 Megahertz und das ist genau der Bereich vom VHF und UHF, also von UHF. Das ist der Bereich, wo wir Radio und Fernsehen empfangen und sehen, schon seit eh und je. Und deshalb kosten diese Dinge auch nicht so viel Geld. Und dieses ist eine von Technisat, nennt sich Digitenne TT2. Da kann man noch so ein bisschen ausziehen. Die ist also kombiniert. Dipolantennen, die man dann drehen und wenden kann, wenn es nötig tut. Ich werde jetzt der Sicherheit wegen die mal wieder einfahren. Nachher stoße ich dann mit dem Auge rein. Und dann so einen kleinen Parabolspiegel. Und hier nochmal wieder eine, ist auch eine Dipolantenne, die diese Strahlung von Reflektor auffängt. Das Ganze ist ja recht kompliziert und hat auch nicht immer, ich hatte ja gesagt eben, 40 bis 860 Megahertz. Da kann man nicht sagen, dass das Lambda-Viertel ist, also Viertelwellenlänge oder Halbwellenlänge. Das sind ja alle mögliche Wellenlängen, die man in so einer Bandbreite hat. Das macht die Elektronik hier drin. Ja? Man kann alles das, was man bei so einer einfachen Antenne durch die Baulänge bestimmt, kann man auch elektronisch abgleichen. Und das ist natürlich hier erfolgt. Und dieser elektronische Abgleich plus Filter, die da drin sind, um Störungen zu unterdrücken, die man nun mal hier in unserer zivilisierten Welt in der Elektronik leider immer wieder hat. Das alles ist hier vereinigt und weil es eine handelsübliche Fernsehantenne ist, kostet die auch nicht viel. Die wird ja tausendfach, tausende Male gebaut und wenn nicht sogar millionenmal. Also noch hier Stromversorgung. Man braucht also eine Stromversorgung, weil da drin ist ja Verstärker und Filter und so weiter. Ja, das ist also das ganz Übliche hier. Ja, kann man den einen ausschalten. Man kann den Verstärker, der hat ja auch einen Verstärker, auch auslassen. Ja. Man kann ihn nehmen, man kann ihn nicht nehmen. Man hat da eine Verstärkung, kann man hier auch noch verändern. Also das kann man auch noch variieren. Natürlich, das Ding steht nur normal irgendwo rum. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier wieder so einen Prismenfuß. Kann man vielleicht erkennen, einfach angeklebt, ne, mit so einem Kunststoffkleber und dann kann das wieder auf so einem Halter auf ein Stativ gestellt werden und ich kann es beliebig ausrichten. Ne. Und der Antennenanschluss selbst ist ein bisschen anders als bei den anderen Antennen, das ist dieser hier. Und da muss man zu wissen, dass es bei den Antennenkabeln und Steckern verschiedene Widerstände gibt, sogenannte Impedanzen, das sind Wellenwiderstände, also nicht der ohmsche Widerstand, sondern das sind Wellenwiderstände, das spricht man eigentlich auch von Impedanz. Und da unterscheiden wir im Wesentlichen, es gibt da viele Möglichkeiten und die Elektronik kann sowas auch ausgleichen, aber ich spreche das nächste Mal noch so ein bisschen dazu. Zwischen 75 Ohm und 50 Ohm. Die Funkamateure und was ich sonst auch hier habe, hat 50 Ohm und in der Fernsehtechnik benutzt man 75 Ohm. Also habe ich auch ein Verlängerungskabel mir mit 75 Ohm beschafft, mit den entsprechenden Steckern, die genau dazu dann auch passen, damit ich dann
da keine Probleme habe und Anpassungen machen muss. Das Einzige ist, dass dieser sogenannte IEC-Stecker nicht auf diesen auf dieses kleine Teil passt, was ich ja brauche für den Übergang in den Rechner. Da brauche ich dann so einen Adapter. Irgendwo einer von diesen hier, ja, der könnte das sein, der passt dann, der kommt dann da drauf und dann passt er hier drauf. Also diese Adapter gibt es zu Genüge, da habe ich einige liegen und die braucht man natürlich. Ne? So, also Kabel kann weg, brauchen wir nicht mehr. Und mit dieser einfachen Antenne, also das Verlängerungskabel übrigens, da habe ich ein RG6 genommen, kostet nochmal genauso viel wie die Antenne, ne? 19 Euro wird dafür bezahlt, für die Antenne 18 Euro. Ist aber in der Summe ja immer noch wenig, wenn man bedenkt, dann kommt dieses Teil noch dazu, das ist auch noch, kostet auch nicht viel mehr. Und dann liege ich in einem sehr guten Preissektor. Und hiermit empfange ich, der hat ja nur alle möglichen Frequenzen, ne? Ab 40 bis 860 MHz kann ich empfangen, theoretisch 50 MHz Meteore und bei 143 MHz Meteore. Bei 50 MHz habe ich lieber die Moxon-Antenne, die ich ja nachher nochmal kurz zeigen will. Und für 143 MHz, da nehme ich diese Antenne. Und das gibt sahnige Bilder von Meteoren. Und das haben wir ja nachher in der Folge, oh Gott, in irgendeiner der späteren Folgen, ich habe die Nummer hier nicht, zeige ich ja dann Meteore mit diesen beiden Antennen ganz speziell. So, und eine Antenne habe ich hier noch, muss ich mal auf den Fußboden legen, so, das brauche ich auch nicht. Das ist das, was wir vom Fernsehen, Satellitenfernsehen hier kennen. Das sind diese Satellitenschüsseln. Ja, mit dem LNB hier vorne und dann ein Kabel natürlich auch hier. Dieses ganze Ding, dieses hier mit Halterung und allem drum und dran und noch ein bisschen mehr, das hat, ich habe den Preis hier gar nicht stehen. Das war ganz billig. Das war ganz billig und ist so ein Sat, Telesat hier für einen Campingwagen oder so, ja, habe ich auch wieder hier unten so eine Prismenschiene dran gemacht, kann auf dem Stativ, kann ich mit dem Fernrohr der Sonne nachführen oder auch nur so stehen haben. Das ist tatsächlich mit seinen 12 oder 10 bis 12 Gigahertz in erster Linie für die Sonne gedacht. Habe ich auch ausprobiert, zeige ich auch zum Schluss in einer Sendung, habe ich speziell die Sonne mit dieser einfachen kleinen Antenne und auch mit der großen. Die gibt es ja bis 1,50 Meter. Aber ich hatte früher eine große, da habe ich noch Satellitenfernsehen geschaut, das tue ich jetzt nicht mehr. Und die habe ich dann für astronomische Zwecke benutzt und dann war ich damit durch und dann habe ich die irgendwie entsorgt oder verschenkt, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe sie jedenfalls nicht mehr. Und da habe ich gesagt, gut, ich brauche jetzt mal eine wieder zum Spielen hier in der Radioastronomie. Und habe mir dann mal diese kleine gekauft, die auch viel leichter ist. Und da war noch so das Montierungsgehabe bei. Und da war das dann ganz einfach, dass man die montieren will. Dieses hier vorne ist ja Feed heißt das auf Englisch, also Füllhorn oder Fülle, also da wird eingespeist, die Einspeisung. Ja? Ich habe also hier mein Kabel und in das Kabel muss ja die Strahlung eingespeist werden. Ja? Und beim normalen Dipol, wir sehen nachher ja auch nochmal, ich zeige dir nachher auch nochmal zwischendurch auch hier ab und zu, ist es da, wo der Dipol dann das Kabel angeschlossen wird, das ist ja praktisch nur ein einfacher Kabelanschluss, das ist da die Einspeisung. Hier ist die Einspeisung dann dieses ganze Ding, weil der reflektiert die Strahlung und hier muss es eingespeist werden. Aber interessanterweise, hier drin in diesem ganzen Gebilde ist auch letztendlich nur so ein kleiner Mini-Draht, auch nur eine Art Dipol und da geht das dann rein. Ne?
Aber da ist auch noch so ein bisschen Filtertechnik und so bei Verstärkung und so Umsetzung muss da Frequenz umgesetzt werden. Denn die hohe Frequenz von 10 bis 12 Gigahertz kann ich nicht über Kabel schicken, da wäre der Verlust zu hoch. Dann wird das noch umgesetzt auf eine kleinere Frequenz und das findet da dann alles statt. Und sowas kann man auch selber bauen, indem man dort ein kleines Horn nimmt. Ja? Das ist ja so eine Horneinspeisung und so ein Empfangshorn. Das ist eigentlich nichts anderes als ein normaler Trichter. Da gibt es auch Dosenfeeds, also Doseneinspeisung. Da nimmt man sich eine Blechdose, ja, eine Konservenblechdose, macht hinten einen kleinen Dipol rein und dann das Kabel. Das kann ich leider noch nicht zeigen. Das ist etwas, das möchte ich mir noch basteln. Das soll dann hier rein. Dann benutze ich dieses als Spiegel und baue mit meinem 3D-Drucker mir hier so eine Halterung dann, die dann hier genau reinpasst. Und dann baue ich hier so eine Dose ran. Und da muss ich mal gucken, ob ich eine Dose nehme oder ob ich das aus dem 3D-Drucker mache und dann mit Alufolie. Also hier kann man noch so eine Einspeisung machen. Das ist dann Bastelei, ne? Aber das ist einfache mechanische Bastelei. Da muss man nur beim Dipol so ein bisschen aufpassen. Aber das geht. Da vielleicht beim Selbstbau verliere ich vielleicht nochmal 2, 3 Worte dazu. So, ich zeige jetzt gleich nochmal. Also ich hatte jetzt diese einfache Fernsehantenne. Ich hatte jetzt diese Satellitenfernsehantenne. Ich hatte eben die einfache Dipolantenne da dieses Quadrat gezeigt. Ich zeige, und die Yagi-Antenne hatte ich erwähnt, jetzt muss ich gleich hier stoppen und baue da hinten nochmal auf, ich baue dann alles da um, dass ich nochmal die Moxon zeige und die, was war das andere, achso, ja, noch eine, ja, die logarithmische Antenne und dann auch noch eine ganz spezielle Antenne, weiß gar nicht, wie die heißt, ist auch so quadratisch aufgewickelt. Da komme ich aber erst ganz zum Schluss zu. So, jetzt machen wir hier erstmal Schluss, aber ich melde mich nach dem Intermezzo da gleich nochmal, um auch dann Tschüss zu sagen. Jetzt erstmal zwischendurch kurzer Szenenwechsel. So, ich hatte jetzt schon vorgestellt, Dipolantennen, Ganzwellen, Halbwellen und Viertelwellen als Kubikelquad, das hatte ich vorhin gezeigt. Das gibt dann auch noch weitere Möglichkeiten, natürlich die einfache Stabantenne ja sowieso. Eine, die ich dann aber statt der Quad-Antenne genommen habe, ist diese Moxon. Die hat also wie die Quad auch, die Quad hat ja einmal den Speisedipol und dann den, Reflektor, bekommt die immer durcheinander, also ein hinterer Teil, der dann reflektiert, der etwas größer ist. Und das gleiche Prinzip hat man auch bei der Moxon, nur das sind nicht zwei Vierecke, die hintereinander sind, sondern das sind zwei solche Dipole. Hier oben ist der Speisedipol und hier unten ist der Reflektor, der ist etwas größer. Das heißt, diese langen Seiten sind ja identisch, aber hier an der kurzen Seite ist dieses Stück etwas länger als das andere und es fehlt ja die gesamte Länge. So, hier dies in der Mitte ist einfach nur ein Haltestab und die habe ich also fertig gekauft bei Vimo. Bei Vimo, die hat 93 Euro gekostet und ich benötigte dafür dann noch ein Kabel, da habe ich mir so ein H155, also sehr gutes Kabel gekauft, 10 Meter Länge und das hat nochmal 43 Euro gekostet, fertig konfektioniert mit den Steckern hier, sodass ich dann hier oben einen Anschluss gemacht habe, hier noch so eine kleine Spule gemacht, so ähnlich wie diese hier, die werde ich noch in der nächsten Folge kurz besprechen. Und ja, und dann kommt hier so eine Strippe an und da kann ich dann dieses als Verlängerungskabel dran machen und dann geht das hin zum, wo haben wir ihn, zu so einem Stick, da kommt das dann hinten rein und dann in den Rechner. So,
Ja, das ist also diese Moxon, fertig gekauft und ich bin damit sehr zufrieden. Benutze ich für Beobachtungen der Meteore. So, jetzt schraube ich das mal hier lose, weil die andere muss ich nämlich auch noch hier zeigen, weil die auch noch so groß ist. Dann kann ich mich wieder an den Platz, an meinen Platz begeben. So. Das ist eine, die ich nun noch nicht ausprobiert habe. Die ist so im Bereich der 21 cm Linie. Genau genommen ist es, habe ich jetzt die doch 790 bis 2 MHz bis 2,7 GHz. Das ist also eine logarithmisch-periodische Dipolantenne. Kabel ist da schon auch bei Vimo gekauft für, das war gar nicht so teuer, 50 Euro nur, inklusive 10 Meter Kabel und auch wieder dieses H155, dieses gute. Und da ist dann so eine Winkelschiene dran gewesen und dann habe ich hier so aus dem 3D-Drucker wieder diese Prismenschiene mir ausgedruckt, daran geschraubt, ne? Und dann brauche ich das hier nur noch reinschrauben. So, reinsetzen, fertig. Und ja, in diesem Falle wird die dann mal so umgedreht, so, als Beispiel mal, ja, und dann kann ich sie natürlich so neigen, wie ich das meine, wo das Objekt ist. Natürlich ist jetzt die Richtwirkung nicht so doll, also das ist schon eine breite Antennenkeule, aber so, da habe ich hier, aber das geht, ne, so, da habe ich hier wieder meine Strippe. Und das Ende ist wieder genau dasselbe wie bei meinem anderen Verlängerungskabel, kommt dann wieder hier rein und dann in den PC. Ne? Also so kann ich dann die Antennen austauschen und dieses, hiermit will ich Versuche machen mit der 21 cm Linie und dem drumherum. Erstmal fange ich mit der Sonne an und die ruhige Sonne. Auch die ruhige Sonne ist ja während des elfjährigen Zykluses auch mal mehr und mal weniger, weil eben diese ständig vorhandenen Sonnenflecken und kleinen Aktivitätsgebiete, also nicht die großen Flares, sondern die kleineren, die sind ja auch mal mehr und mal weniger. Also geht das ja auch ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Ja, das wäre also dieses. Alle anderen Antennen, die ich habe, die ich vorhin noch schon gezeigt habe, die können wir, wie gesagt, auch hier drauf setzen. Ne? Das, oder auch auf ein anderes Stativ. Das ist ja das Gute mit diesen Prismenschienen und Stativen. Oder man nimmt, hinten in der Ecke steht dann noch so eine parallaktische Montierung, kann es auch drauf und dann kann man die Bewegung mitgehen lassen. Und ist ja bei vielen Beobachtungen dann auch erforderlich. So, das reicht erstmal jetzt hier. Ich mache jetzt gleich an meinem Sitzplatz weiter. So, bevor ich aber mich auf meinen Sitzplatz wieder begebe, habe ich hier noch eine Antenne eben entdeckt, die ich auch noch kurz zeigen muss. Ist jetzt ein bisschen schwer. Also wir haben hier Draht. Der geht da runter, der geht da runter. Das ist also ein Viereck, so ungefähr einmal ein Meter. Und dann habe ich aus Kunststoff hier so ein Kreuz gebaut, verklebt. Hier oben auch noch so ein bisschen Halterung gebaut. Ich zeige das Ganze im Detail nachher lieber mit Fotos. Aber jetzt mal schnell vorab dieses gesamte Gebilde, ne? Und dann habe ich so an der Seite so Füße, das sieht man da unten dann, so Füße gemacht und hier den Anschluss und hier wieder so ein Kabelanschluss und dann gibt es hier eben auch wieder das Verlängerungskabel, was ich eben schon hatte, das kann man dann da auch anschließen. Ne? Hier brauche ich nun nicht so ein Prismenhalter, sondern das Ding steht auf dem Boden. Und wofür diese Antenne ist, das werde ich gleich erklären. So, boah, da kommt man ja ins Schwitzen, dieses fiese Rumgelaufe. Und ja, jetzt habe ich die Moxon nochmal gezeigt, die logarithmische Dipolantenne. Und eben dieses eine, das ist eine, die hat, oh Gott, ich habe das jetzt hier gar nicht stehen,
Die hat, ich wollte jetzt überlegen, ich glaube 120 Meter Wellenlänge. Ja, so ungefähr muss das sein. Das kann ich nicht als Dipol auseinanderziehen, das ist also eine Ganzwellendipol, die habe ich also aufgewickelt. Das macht nichts. Wenn die Welle ankommt und die trifft den Draht, dann sucht sie sich in den, die geht ja an den Drahtende quasi rein und dann sucht sie sich den Weg durch den Draht ein paar Mal rum. Und wichtig ist dann nur, dass wenn sie mit dem Wellenberg reingeht, dass der Wellenberg dann am Ende auch gerade ist, damit also eine stehende Welle entsteht. Und ja, damit will ich, mit dieser zuletzt gezeigten Antenne, will ich einfach nur Kurzwellenfunk empfangen. Damit will ich Kurzwellen so aus anderen Ländern, vielleicht kriege ich ja auch China zu fassen oder Indien oder so. Wahrscheinlich werden es aber bei europäischen Ländern bleiben. Und wenn diese Kurzwellensender, da gibt es so Nachrichtensender und sowas alles, da bin ich aber auch noch am Probieren, wenn die also ihre Aussendung ausstrahlen, dann geht die ja gegen die Ionosphäre und dann wieder zurück und man empfängt die ja nicht direkt. Und ich habe also schon mit der Antenne Sender empfangen, meistens in englischer Sprache, aber auch in anderen Sprachen und ich glaube, er war sogar Deutsch bei. Und das geht also. Und dann ist es halt so, dass wenn ein Sonnenflare auftaucht, dann verändert sich kurzfristig diese Reflexion der Strahlung. Und es geht mir also gar nicht darum, dass ich da irgendwas höre, sondern es geht mir eigentlich nur um das Trägersignal. Ja, also ich brauche gar nicht die Modulation da drauf, ich brauche nur das Trägersignal. Und das wird einfach stärker und schwächer, je nach Sonnenaktivität. Und darum geht es dabei. Ja? Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, da muss ich noch viel rumfummeln. Denn man muss es auch anzeigen. Und ich habe bisher mit diesem kleinen Teil am PC nur Erfolg gehabt bei den Satelliten, bei den Meteoren. Ja, Satelliten würden auch ähnlich funktionieren und Flugzeuge auch, aber Meteoren. Da konnte ich die Spur wunderbar darstellen. Bei so Konstantstrahlern, wo ich eigentlich nur ein Level habe, der sich wenig oder gar nicht verändert und ich möchte da die Stärke anzeigen, da habe ich bei den Satelliten erstmal so diesen Satellitenmesser hier genommen, ja, Satmeter. Da gibt es das Modell gibt es nicht mehr, da gibt es andere Modelle. Und habe das dafür benutzt und dann sieht man, wenn die Sonne durchwandert zum Beispiel, dann schlägt er aus und dann geht er wieder zurück, wenn die Sonne wieder raus ist aus dem Blickfeld. Das will ich aber auch mit diesem am PC letztendlich machen. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht alles probieren, ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun. Und das gilt jetzt auch für die anderen Antennen, wenn ich Sonne und die anderen beobachte, da geht es ja eigentlich darum, dass man die Stärke der Strahlung, den Strahlungsstrom, der sich nicht in Sekunden ändert, wie beim Meteor, dass man den erfasst und da braucht man halt dann noch andere Messmöglichkeiten. Aber das muss ich also auch erst ausprobieren. Insofern wird es wahrscheinlich mal irgendwann weitere Sendungen dazu geben. Aber ich will jetzt trotzdem schon mal nutzen, die Möglichkeit, soweit ist es auch alles nur in meinem Buch angerissen bisher, also Astronomie, Theorie und Praxis, dreibändig. Was ich da drin zur Radioastronomie bringe, ist nach ungefähr die Hälfte von dem, was ich hier habe, ist da schon drin. Und die andere Hälfte ist jetzt schon so ein bisschen in die Zukunft, da ich ja eben weiter an dem Thema arbeite. Aber für den Start hat man in dem Buch eigentlich alles, was man braucht. Ja, das waren jetzt so ein bisschen die Antennentypen, wofür man sie benutzen kann, in welchem Umfeld man sich bewegen kann, wenn man nicht unbedingt die großen Profi-Antennen möchte. Sei es als Funkamateur diese riesen Dinger und was die sich alle bauen im Garten. Gewaltige Sachen kann man machen. Aber ich möchte ja eigentlich denjenigen anregen,
sich mal mit der Radioastronomie zu beschäftigen, der damit eigentlich gar nichts im Hut hat. Sonst wäre er ja schon Funkamateur. Sondern einfach sagt, oh, das ist alles so kompliziert und Funkamateur, und das will ich alles nicht. Ich stelle im übernächsten Fall mal vor, die Software, die man braucht, das Teil, was man dafür braucht, Kabel habe ich ja schon ein bisschen, das nächste Mal spreche ich noch ein bisschen was über die Kabel. Ein bisschen Antennen habe ich, habe schon eine Firma genannt, wo man fertige kaufen kann. Diese kleine Fernsehantenne hier, die ich hier unten hatte, die bekommt man ja überall preiswert gekauft. Damit kann man ja wunderbar anfangen. Damit anzufangen empfehle ich sowieso, weil das ist, habe ich festgestellt, so einfach, das schafft jeder auf jeden Fall. PC ist noch notwendig, ein paar Teile und schon hat man. So, puh, war wieder so lang, ne? Das nächste Mal Antennen-Selbstbau. Antennen-Selbstbau wird, wieder so ein paar Teile hier und dies hier und hier habe ich noch so ein Kabel und ein paar theoretische Dinge hier habe ich auch noch ein bisschen Werkzeug. Das wird dann alles das nächste Mal kommen, ne? Ein bisschen Lötzen, ne? Und hier habe ich noch so einen Kasten mit ein paar Teilen. Das werden wir dann das nächste Mal alles brauchen. Und da werde ich also ein paar Worte zu verlieren. Aber das ist auch schon alles. Ne? Mehr Bastelei werd ich nicht machen. So, ja, das war's dann erstmal. Und ich bin auch geschafft. Sie auch, ne? Vom Zuhören. Okay, alles Gute. Ich bleibe wie immer gerne und ihr fröhlicher. Euer fröhlicher Erik Wischnewski. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.